Wir wollten heute statt einer Begrüßung eine gemeinschaftliche Handgeste für euch vortragen. Hier ist sie. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zu dieser heutigen Sendung, zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von Knallhart durchgenommen. Wir spielen heute das Spiel Dark Souls 3 und an meiner Seite sitzt heute Nils Bohmhoff, einer der begnadetsten Dark Souls-Spieler Deutschlands. Hallo. Er ist Streamer, Kiez-Legende und Entrepreneur, aber das sagt er uns am besten selber. Hallo Nils. Hi, ich bin Streamer, Kiez-Legende und Entrepreneur. Gut, dann starten wir auch schon direkt rein in das Spiel Dark Souls 3. Wir sehen hier Labo Pauslin, unseren tapferen Helden, der sich gerade in einer düsteren Unterwelt befindet und sich mit allerhand Ungetier rumschlagen muss. Ja, nicht nur das, auch eine große, unheimliche Kugel, die auf Händen rollt, ist hier zugegen. Und ja, wenn ihr das letzte Mal eingeschaltet habt, dann wisst ihr sicherlich noch, wir sind auf dem Weg zu zwei Endboss! Heute ist, glaube ich, eine klassische Boss-Folge, denn wir haben zwei Bosse gefunden, ausgekundschaftet und werden uns diesen annehmen. Und ja, damit meine ich richtig reinwemsen. Genau, wir haben nämlich diesen Skelettmann und wir haben den Feuerdämon. Du darfst dir jetzt aussuchen, wo du zuerst hingehst und das wird ja jetzt nicht lange dauern. Wahrscheinlich wirst du ja relativ schnell siegreich sein. Nee, ich würde sagen, wir machen erstmal. Aber das tötet gar nicht instant? Ja, nee, offensichtlich nicht. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um den Balrog. Weil das macht Indiana Jones jetzt viel weniger dramatisch, die Szene, oder? Der hätte einfach Zehntel der HP verloren und dann ging es weiter. Ja. Nee, wir machen mal den Balrog, denn schon. Das ist nicht der. Hast du Balrog gesagt? Hast du es gerade verwechselt, ne? Du meinst Balrog, ne? Nicht Balrog. Nee, ich meine den Ball. Den Ball, ja. Ne, weil schon Tolkien wusste, der Balrog ist ein guter Zwischenboss zum Reinkommen. Wo muss ich denn hin? Falsche Warte mal, Richtung. Hier durch? Falsche Richtung. Hier durch? Nee, nee, falsch. Da lang. Und dann die letzte rechts. Aber du kennst dich so gut aus in dieser Unterwelt. Ja. Ja, wir waren ja auch zugegebenermaßen schon ein paar Mal hier. Der Ninja Boy, weißt du noch? Ach, oh, ich hab tiefe Erinnerungen an. Oh, gleich bist du tot. An Heinrich. Heinrich, den Ninja aus Boy. Aus Ninja AK. Immer Dienstag 18 Uhr treffen sich alle aus dem Jahrgang. Ja. Den Ninja festspielen. Also, ich muss natürlich ein bisschen reinkommen und habe Blutverlust. Ich muss kurz reinkommen, weil ich kann ja reinkommen. Das ist gar kein Problem. Aber jetzt, okay, ich merke schon wieder den Frust, der aufkommt. Nein, heute ist keine Frustfolge, nein, eine ganz lockere Folge. Heute ist, du schaffst das. Eine ganz lockere Folge. Du schaffst das. Heute, ich glaube an dich. Du hast auch wirklich vom Frust noch maximal genippt. Du hast es noch nicht mal richtig gekostet. So einen ganzen Teststrohhalm-Saug. Hast du schon mal ein Glas mit Strohhalm geäxt? Ich bin mir nicht sicher, aber es gab früher die Urban Legend, wenn man ein alkoholisches Getränk mit einem Strohhalm trinkt, dass der Alkohol schneller wirkt oder schlimmer wirkt, intensiver wirkt. Dieses Gerücht gab's mal und das hielt sich jahrelang. Und dann habe ich mal einen Galileo-Bericht gesehen. Ja. Da haben die Zwillinge genommen und die eine hat das Getränk regulär getrunken, die andere mit Strohhalm. Und es stellte sich raus, sie waren beide exakt gleich betrunken. Also es stimmt nicht. Aber um deine Frage zu beantworten, ich weiß es einfach nicht. Wann soll ich hier eigentlich laufen? Wenn der jetzt, hinter mir ist oder wenn der vor mir ist? Jetzt läufst du. Und jetzt gibst du richtig Hackengas. Und dann sofort links um die Ecke oder rechts. Ich wollte, dass die Ratten auch noch. Ja. Nein. Dass die Ratten auch noch. Es ist Comedy, wie der wieder auch nochmal zurückkommt. Ja. Kannst du auch vorbeilaufen, auch am Ninja, da kannst du eigentlich vorbeilaufen. Nee, das geht nicht. Nee? Okay. Den brauche ich jetzt schon als kleines Erfolgserlebnis, um reinzukommen. Gib ihn mir noch einmal, wenn das auch nicht klappt, dann. Nein, du machst ihn so, wie du willst. Das ist alles gut. Wenn du den brauchst, dann nimm ihn dir. Ich finde auch seine. Ich kann jetzt nicht in so eine Frustnummer hier direkt reinsteigen. Nein. Ninja Boy. Ich muss auch mal die Steuerung wieder so ein bisschen lernen. Ja, ist ja schon wieder ein bisschen her. Man muss erstmal reinkommen wieder. Oh, stark weggerollt. Es gibt später bei Sekiro
Oh, da kommt die kleine Ratte und will abstauben. Ich will abstauben. Da gibt es nämlich auch so Kämpfer, die genau diesen Move haben, dass sie hochspringen und dann Ninja-Sterne schmeißen. Und zwar auf jeden Fall Genichiro macht das auch. Einer der nervigsten Endbosse. Und ich glaube, der Schmetterling macht das auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist eine. Was gegen den Schmetterling verloren? Nee, sie heißt, sie nennt sich so. Sie ist aber in Wirklichkeit eine Frau. Ihr Spitzname ist der Schmetterling. Also man sieht manchmal so bei so Gegnern. Ich krieg ihn nicht an. Manche krieg, sorry, ich krieg, hab ihn nicht anvisiert bekommen. Ist nicht schlimm. Ich habe die Taste so gedrückt, bis der Controller ächzt. Ächzt, hab ich gehört, ja. So, ich muss noch ein bisschen reinkommen. Ich bin, muss man ganz ehrlich sagen, keine Spiele gewohnt, die so schwer sind, die so unnachgiebig sind. Sondern ich kenne Spiele, wo man auch einfach gut reinkommen kann. Wo man auch die Fehler verzeihen. Die Fehler verzeihen, wo man nach einem harten Arbeitstag, wie ich ihn quasi täglich erlebe, auch mal reinkommt und sich einfach reinwirft und dann mal so eine Runde Ratchet & Clank spielt. Ja, ja, ja. Und dann auch einfach mal so ein bisschen gehirntot, dass ich durchklicken kann. Ne? Nee, das ist natürlich hier nicht möglich. Du musst vollste Konzentration haben, dein Screen muss aktiviert sein. Da habe ich mich seit 4 Jahren nicht mehr richtig konzentriert. So richtig die gesamte Gedankenkraft auf einen Punkt gelenkt, habe ich schon seit Jahren nicht mehr. Ich finde es aber auch, das ist auch das Tolle, weil sobald man aus der Schule raus ist oder das Studium beendet hat, muss man das auch nicht mehr. Nee, null. Wenn du dann hast du irgendwann einen Job, den machst du dann so. Leicht, trivial. Trivial, tust immer ein bisschen bemühter, als du wirklich bist. So, und dann braucht man das nicht mehr. Vielleicht maximal, wenn du in der Forschung bist und irgendwelche Impfstoffe oder so entwickelst, dann vielleicht, aber sonst. Aber auch da gibt es schlappe Tage, glaube ich. Ja. Selbst da sagt man, oh Gott, heute habe ich immer gar keinen Bock. Ja, 100 Pro gibt's das. Also ich glaube, gerade Wissenschaft ist repetitiver, als man denkt. Ja. Wenn du da an Edison denkst, der ja für seine Glühbirne 1000 verschiedene Metalle durchprobiert hat, was da der Draht, der perfekte Draht ist. Du musst da einfach nur probieren. So, baust den rein, Lampe an, Lampe aus. Anderer Draht, Lampe aus, an, Lampe aus. Das ist ja, klar, Edison Genie, wollte ich jetzt auch nicht absprechen. Ja, gut, sag mal jetzt, ne? weil er durch Glück die richtige Kombination hat. Ja, eben nicht durch Glück, sondern durch harte Arbeit. Nee, das finde ich jetzt Quatsch, nichts, dass du sagst Glück. Das ist aber auch Glück dabei. Ja, aber du musst dir dein Glück ja auch erarbeiten. So, und wenn du so viel darauf hinarbeitest, dann ist es halt auch kein Glück mehr. Also direkt zu sagen, er ist ein Genie, weil er auf Wolfram, mit welchem Gasgemisch ist das damals gewesen? Helium, man weiß es nicht. Neon, Krypton, irgend so ein Gasgemisch. Und da jetzt direkt zu sagen, er ist ein Genie und jetzt ist es jetzt auf einer Stufe mit Franz Beckenbauer oder anderen Genies, finde ich ein bisschen übertrieben. Sorry, ich raff grad nicht. Überhaupt nicht. Das Problem ist, der Respekt schlägt manchmal um in Angst. Ja, das ist. Und Angst führt dazu, dass man zum Beispiel zu früh und zu viel rollt. Und nach hinten rollt vor allen Dingen. Weil du instinktiv von ihm weg willst. Das ist ja das Geile. Das musst du nämlich. Dagegen musst du ankämpfen. Du musst immer dir Folgendes sagen. Wie bei Watchmen. Du bist nicht mit denen da drin, sondern die sind mit dir da drin. Die leben da. Machen da ihr Tageswerk und dann kommst du an und zerfetzt die. Du bist der Zerfetzer. Ja. Die haben Angst vor dir. Ja, du rollst nicht vor denen weg. Die rollen von mir weg. Die rollen vor dir weg. Okay. Und du bleibst an denen dran, du zirkelst die und so und dann. Das ist genau das Ding, die Angst. Der Respekt, weil die so aussehen, wie sie aussehen. Aber du bist jetzt der eine. Jetzt gab's hier diese Brücke. Ja, ne? Mann. Boah, jetzt kommen hier ganz viele Klappermänner hier. Den habe ich aber wenig Angst. Nicht gar keine Angst. Das ist utopisch. Ja. Mal wie sie da kommen. Juhu. Ey, jetzt hast du zwei Optionen. Unten ist der Balrog. Balrog und. Das kann mal geschehen. Ich dachte, da kommt noch so ein. Zum Klettern. Ja, dachte ich eigentlich auch, ehrlich gesagt. Kam nicht. Ja. Aber ist nicht schlimm. Lieber jetzt hier auf dem Weg. 0 von 2 Bossen für heute haben wir schon. Nein, komm, das schaffen wir. Wir haben viel Zeit. Wir machen beide heute. Du machst beide heute. Das schaffst du schon. Es wird sonst so? Was hast du für eine Toaster-Einstellung momentan? Toaster? Ja. Hab keine Einstellung gefunden, die mir passt. Deswegen mache ich das immer so, dass ich die reinstecke und dann drücke ich aber, hole ich die zeitig wieder raus. Ach so, du
Aber du holst die selbst raus mit den Fingern und mit der Gabel rein? Ich klapp dann diesen Hebel da, drücke ich dann und dann klappen, kommen die hochgejumpt. Fühlt sich das nicht total bevormundend an? Ja, aber das ist ja, ich bin ja der Vormund und nicht das Toast. So, ich sage dem Toast, wann es rauskommen soll, sozusagen. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich bin im Kommando meines Lebens. Ich habe Kontrolle über mein eigenes Leben, gibt mir das Gefühl. Man muss sich das aus den kleinen Dingen holen. Du musst doch auch ein bisschen delegieren können in deinem Leben. Du kannst doch nicht alles immer selber hinnehmen. Ja, aber weißt du, wohin das führt, wenn du anderen Leuten Verantwortung überlässt? Wohin? Ja. Ne? Dann sitzt du da irgendwann mit 41 und machst einen Twitch-Stream. Tja, das wünscht man niemandem. Das wünscht man einfach niemandem. Hau ihn um. Stark. Guck mal, weißt du, das ist das Mindset. Das ist das Mindset eines Siegers. Er ist der Toast. Ich bin der Toaster und ich entscheide, wann der Toast fertig ist. So ist es. Wann hast du zuletzt so Sandwich Maker gemacht? Oh, habe ich mir gekauft und dann ein paar Mal gemacht. Aber auch nie wieder. Weil ich habe ein großes Problem mit Willensstärke. Das Saubermachen des Geräts? Oder? Nee, gar nicht. Dafür habe ich Lifehack Backpapier. Das ist wirklich geil. Da einfach schön Backpapier reinlegen, ist ein super Tipp. Ach, was? Ich habe ein viel größeres Problem mit großen Packungen. Aha. Weil ich bin so einer, wenn ich Essen im Haus habe, werde ich es essen. Ah, okay. Egal, ob ich Hunger habe, egal, ob ich es essen will. Es ist einfach bei mir ein Zwang. Ich werde es essen. Und deswegen kann ich keine großen Toastpackungen haben, weil ich sonst die einfach alle esse an einem Tag. Ich muss jeden Tag einkaufen gehen. Und kauf da auch nur das, was ich für den Tag brauche, aber auch nicht mehr. Mhm. Weil sonst esse ich das auf. Ja, okay. Und deswegen ist Toast für mich tatsächlich nicht mehr machbar, weil ich mir eine große Packung Toast kaufe und dann machst du halt einfach mal so lange Sandwich Toast, bis der weg ist. Aber gibt es nicht so kleine Sandwich Toast? Aber selbst da sind 8 Scheiben drin. Okay. Nils, das ist eine Scheibe, hat, sagen wir mal, 123 Kalorien mal 8. Und dann hast du da noch Belag und so. Und das ist eine Mahlzeit. Funktioniert doch nicht, Nils. Was ist mit Einfrieren? Würde das funktionieren? Ich habe so ein kleines Gefrierfach. Da habe ich ja mit meinen Erbsen schon genug zu tun. Wenn man die Erbsen einzeln, die verteilen sich ja gut. Ja, das ist ein Punkt. Habe ich auch tatsächlich probiert. Aber es ist einfach, vor allem wenn die irgendwann mal rausrieseln und du die dann auf dem Boden hast, ist einfach ein großes Problem. So, ganz kurz, das ist jetzt eigentlich der eigentliche Toaster. Ja. Toast Lord. Lord Toasty, der uns gern toasten würde. Aber du toastest ihn ja. Aber ich sag, nee, ich bin noch nicht durch. Stark durch die Beine. Natürlich, ich kann ihn leider manchmal, kann ich Gegner nicht anvisieren. Du hast ihn anvisiert. Ach, stark. Ich verliere das wieder. Nein, du bist gut. Du hast ihn schon fast. Nee, ich meine, die Anvisierung verliere ich. Nee, du hast nicht verloren. Du bist noch dran. Guck mal, die kämpfen gegeneinander. Das ist so geil. Guck mal, du kannst zugucken. Guck mal, der macht den Job für dich. Guck mal. Der hat dir voll geholfen. Der ist gleich tot. Du hast ihn gleich. Ich sehe ja durch das Feuer gar nicht. Muss genau. Ich gleich heilen. Passiert. Stark. Starke Rolle. Stark. Jetzt ist er down. Das war's. Nice. Mega nice. Haben wir doch. Starke Leistung. Seele eines Dämons. Ah, da kannst du dir wieder die super Waffen kaufen, ne? Wir können uns die super Waffen kaufen, ja. Ja, mega. Cool. Das ist doch schon mal der erste gewesen. Dann, gibt's hier irgendwo Feuerlein? Das ist die Frage vielleicht. Erstmal gibt's hier Seelen. Oh. Eben noch auf deiner Seite. Ja, danke übrigens. Ich wollte nochmal Danke sagen an euch. Das hat mir gut gefallen. Oh, das ist jetzt wieder so eine Ad-Nummer. Ja. Ich weiß nicht, ob die immer wieder aufstehen vielleicht. Achso, du meinst so ein unendlicher Strom. Ja. Williger ja. Henker. Ja, Williger Henker. Total dumm. Ja, diese Anvisierungsmechanik ist, glaube ich, mein größter Feind in diesem Spiel. Ja, die muss man strategisch nutzen. Ich nicht weiß, wen ich wann anvisieren soll. Du hattest 10.000 Seelen, das auch ne? Dafür, dass man da so drauf drückt. Das ist nichts, ne? Das ist nicht meine Wahl. Nein. Ich mag klare Knöpfe. Die klaren, ja. Aber gut, ich meine, die meisten Funktionen sind natürlich schon jetzt belegt. Das Anvisieren ist ja auch nicht die Primärfunktion. Warte mal, ich habe gerade den Boss gemacht. Du machst mal hier weiter gerade. Okay. Den Trash machst du.
Jetzt, ich mach den Trash, ja, aber du machst gleich den anderen Boss, bevor ich den mach. Oh ja, den Skelett in der Dunkelheit. Ja, weil ich habe Erinnerungen an den und ich will nicht meine Erinnerung bedienen. Ich will, dass du den richtig komplett neu erfährst. Ich hab, Skelettkönig in der Dunkelheit. Ja, ich habe nicht an alles Erinnerungen, aber an manche Dinge. Und dementsprechend. Aber erinnerst du dich an die besonders traumatischen Dinge oder erinnerst du dich an die Erfolgsgefühle, die dir leicht waren? Das ist jetzt speziell bei diesem Boss oder ja, im Allgemeinen? Also ist es ein gutes Zeichen, wenn du dich an einen Boss erinnerst oder ist es eher ein schlechtes Zeichen? Schlechtes Zeichen wahrscheinlich. Okay, warte. Jetzt muss ich mich mal eben wieder. Ja, du darfst keine Angst haben, ne? Das führt dazu, dass du dich von dem wegrollst und zu viel Respekt hast, Nils. Der ist mit dir eingesperrt, Nils. Der ist mit dir in den Katakomben eingesperrt, nicht andersrum. Der hat Angst vor dir. Oh nein, ich habe 10.000 Seelen verloren, Florentin. Aha. Wir haben 10.000 Seelen verloren. Ja, aber der Vorgang des Verlierens ist durch mich zustande gekommen. Ah, Mann! Ich mag diese Kapuze des Charmes. Es ist wirklich. Falls ihr gerade nur so durchskippt durch die Folge, könnt ihr genau den Punkt festlegen, ab wann Nils gebrochen ist. Ab wann er seine Kapuze aufgezogen hat. Kann man genau, auch wenn man nur das in 140p anguckt, ja, kann man genau sehen. Ich bin jetzt echt sauer. Mann! Jetzt bin ich echt schockiert. Ja, der Ninja Jürgen, das ist ein harter Gegner. Oh Mann, ey, 10.000 Seelen, das ist. Guck mal, da liegen 100 Seelen für dich. Einfach zernielst. Mit dem schönen Nils-Move. Jetzt lasse ich mich aber auch gerade vorführen. Mann, 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 was mache ich denn hier? Unfassbar, ich bin noch nicht drin. Ich muss auch warm werden. Ja, es gehört dazu. Stark! Nein, ich bin enttäuscht von mir selbst. Ich bin auch jetzt auch sauer. 10.000 Seelen. Viele Seelen wir insgesamt schon gesammelt haben. Hunderte, tausend. Fallen die 10 kaum ins Gewicht. Und auch da, wieso habe ich denn jetzt da schon wieder irgendwie 4 Flasks verbraucht? Da bist du völlig in Gedanken, stehst du an der Klippe und plötzlich kommt da so ein. Kommt da so ein Labo an dich ran. Und er hatte nicht mal die Chance, sich umzudrehen, ne? Also er weiß nicht, wen er rächen soll. Wenn er jetzt als Geist wiederkehrt, ich weiß nicht, ob Untote auch Geister haben, das bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, ne? Wem die irgendwie heimsuchen sollen. Vielleicht ist das Problem, dass dann so eine normale Familie aus den USA wird dann heimgesucht von einem Geist, obwohl sie nichts falsch gemacht hat. Aber weil der Geist nicht weiß, wen er umgebracht hat, von wem er umgebracht wurde. Vielleicht konnte er was riechen noch. Vielleicht. Ist da unten ein Feuer? Ja, das gucken wir jetzt nämlich mal. Kann man die auch runterdötzen? Oh, ja. Das ist aber seltsam. Das haben die, glaube ich, nicht zu Ende. Da sind extra noch so Seide dabei, glaube ich. Ich glaube, das war so ein Memo. Hing da bei denen im Büro. Ja. Leute, designt bitte jede Leiter so, dass man da auch runterrutschen kann. Ich lauf doch mal irgendwie jetzt ein bisschen durch. Ich kämpfe nicht gegen jedes einzelne Skelett. Oh Mann, da lagen die 10.000 Seelen. Das ist einfach direkt ein unangenehmer Auftakt. Aber wir haben die Seele des Dämons. Ah, ich habe gehofft, hier ist direkt ein Bonfire, ehrlich gesagt. Bofi? Ein Bofi. Was sagt man da so in der Dark Souls-Szene? Bofi. Bofi? Mhm.
Ja, da bin ich ja gar nicht drin, ne? In der Dark Souls-Szene? Bin ich ja gar nicht drin. Du bist ja da auch privat mit dem Dalu-Mode. Ja. Wie lief das eigentlich? Das, meinst du, hier! Da ist es! Da hätten wir einfach nur hinlaufen müssen. Wieso darf ich das nicht nehmen? One hit. Wieso darf ich dieses... Einfach durchgenielst, kein Problem. So. Dass man da immer noch rasten muss, das würde ich angehen. Ja, weil das bedeutet, die Gegner werden resettet. Du musst nicht rasten, du hast es quasi schon aktiviert, du könntest da hinreisen, wenn es einmal aktiviert ist, nur wenn du halt rastest, bekommst du deine Flasks zurück. Ja, aber alle Gegner sind alle werden auch resettet. Aber jetzt, bevor ich jetzt hier in diese Katakomben laufe, mach du doch mal den Boss. Ja. Hast du ja gesehen, du kannst ja jetzt durchlaufen. Ja, einfach wieder jetzt zurück und da und dann links und dann die einfach wieder hochlaufen. Ja, in Richtung. Ah ja, hier. Genau, einfach hoch und dann da weiter. Rechts hoch. Das Item kann man später, dürfen wir nicht vergessen. Dass ich das mal aus deinem Munde hören würde. Ja. Dass ich ein Item liegen lassen soll. Ja, du warst ja, ich habe das gesehen, wenn du da jetzt nochmal umgedreht wärst, das hätte nicht funktioniert. Dann links. Ja. Und dann gehst du da die Treppe hoch. Stark. Danke. Ja. Meinst du diesen DLDU, Dark Souls 1? Ja. Ja. Ich hatte ja das. Da warst du ja tatsächlich unter der einen der Besten, wie du abgeschnitten hast. Ja, ich war tatsächlich der Beste. Ich war noch vor Vlesk, Matteo und Peter, vor den Smeets noch besser als die. Ja, ja. Matteo hat ja Punktabzug bekommen, ne? Ja. Die Disqualifikation, der eine Boss galt ja nicht. Genau, Vlesk auch und Peter auch. Die hatten alle deutlich über 80 Punkte, einige sogar über 100 deutlich. Aber ich habe das angefochten, habe einige Regelverstöße festgestellt und deswegen wurden die zurückgesetzt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Der Preis war ja ein Kirschkuchen. Kirschkuchen, den Matteo selber gebacken hat. Die besten Kirschkuchen. Nach Rezept von Gino. Da schmeckt man einfach, ja, dass da wirklich auch jede einzelne Kirsche massiert wurde. Ja, ist wirklich. Der massiert die ja aus der Schale raus. Zuchtkirschen, ja. Also, dass die wirklich einzeln sich von der Schale lösen. Ja, so lange, teilweise tagelang an einer Kirsche massiert, bis die sich von alleine geblättert. Das ist wirklich ein Traum. Herrlich. Dadurch gehen natürlich die Vitamine verloren. Aber das ist ihm ja egal. Das ist ja ein reiner Genussmensch. Ja, absolut. Deswegen ist das ja auch passend. So. Genieß mal jetzt hier schön Skeletor. Ich genieße die Herausforderung. Genieße. Ich halte mich zurück. Er sieht so geil aus. Hat man hier unendlich Platz nach hinten? Na, weiß ich nicht mehr. Servus. Okay. Schlägt mit der rechten Hand. Feueratem, Geisteratem, Fluchatem. Ja, hab ich mir fast gedacht. Oh, der Nebel. Eieiei. Der düstere Nebel, der mir Schaden zufügt im nicht unbeachtlichen Ausmaße. Da gab es jetzt aber relativ wenig, was ich dagegen machen kann, gegen den Nebel, oder wie? Ja, vielleicht nach hinten weg, ne? Wolnir heißt er. Wolnir, ja. Patrick Wolnir. Hochfürst wollen wir. Okay. Ja. Ich glaub, wir verstehen uns gut. Ja. Also das war jetzt ein erstes Kennenlernen, ne? Das ist ja halt klar, natürlich. So wie wenn du jemanden adoptierst oder so, den darfst du ja auch nicht sofort mit nach Hause nehmen. Du musst ja erstmal auch in einem geschützten Umfeld unter Aufsicht die Person kennenlernen und dann irgendwann darf man vielleicht sagen, oh, du läufst in die falsche Richtung. Das ist ja direkt ein neues Gebiet. Wir wollen natürlich. Da guckst du ja auch erstmal so, was sind das für, was hat der für Angriffe, das Kind, was sind da so halt Schwachstellen? Ja, eben. Und dann guckst du einfach mal, wie das funktioniert. Gut, aber beim Nebel war mir jetzt nicht ganz klar. Du sagst dann einfach abvisieren und losspurt. Ich schätze nach hinten, dass ich weiß, also so viel weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur eine Mechanik, die
mir direkt wieder eingefallen ist, weil sie eigentlich auch offensichtlich ist. Und Moment, die Leiter ist weg? Oh, die Leiter ist weg, weil du gestorben bist oder wir resettet haben, ist die Leiter wieder aufgebaut worden. Stimmt, das heißt, kommen wir da hoch von... Gibt es einen anderen Weg? Es gab ja so einen anderen Weg. Ja, da hoch, ne? Oder kann ich hier mit Pfeilen arbeiten? Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich müsste ja direkt über mich schießen, ne? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Okay, was machen wir denn jetzt? Naja, entweder du reist zum anderen Bonfire und machst den Weg, den langen Weg. Der jetzt ja auch nicht so schlimm ist, weil du ja nicht nach unten klettern musst. Ja, soll ich das machen? Ja. Kannst du ja das Item ach, noch... Nee, ach komm, aber das ist doch gemein von dem Spiel. Da gibt's dann ein Bonfire, das näher dran ist am Boss, aber er lässt sich trotzdem nicht nutzen. Ja. Aber das, nee, das möchte ich auch nochmal ankreiden, hier bitte. Ja, das ist echt jetzt ein bisschen doof. Reisen, ja. Und dann... Das Gute ist... Warum machen die denn da ein Bonfire hin, wenn man dann nicht... Ja. Das ist eine berechtigte Frage. Na gut, also da muss der dieser Katakomben-Architekt sich nochmal rechtfertigen hier. Aber man kann ja gut durchlaufen. Du musst jetzt ja auch gegen den Ninja da nicht kämpfen, auch gegen den anderen an der Klippe musst du nicht kämpfen. Lauf einfach vorbei. Ja, stimmt, ne? Ja. Wenn man dann einfach nur die mit zielgerichteten Schnitten die Brücke kollabieren lässt. Ja, ja, genau. Dann gibt's da auch wenig Drama. Aha. Ja. Oder man stirbt halt direkt an dem Knödel. Einfach weg da. Lass, seine Wut läuft ins Leere. Hier darf der auch nicht rein, weil hier ist der andere. Und der andere, die streiten sich sonst. Guck mal, das geht eigentlich recht fix. Und jetzt über die Brücke. Das ist schon recht schnell. Muss sie wahrscheinlich nicht mal zwangsläufig kaputt machen. Weil so schnell kommen die gar nicht hinterher. Ach, guck mal, es geht doch. Ja, das werden wir jetzt noch oft machen, ne? Da durch zu dödeln. Ja, vielleicht ist es auch ein leichter Boss. Wer weiß. Ja, vielleicht muss man nur checken, wie er geht. Start haben wir gesagt, ne? So. Ich finde ihn aber cool. Der sieht irgendwie cool aus. Ah, der schiebt sich dann so direkt über mich drüber? Der hat im Inneren diesen Nebel, siehst du das? Ah, ich verstehe. Okay. Dann darf ich vielleicht gar nicht, muss ich vielleicht auf die Hände Ah, man kann die Hände auch anvisieren, oder? Ja. Ich werde nur mal von der Seite gucken. Nebel. Oh. Der ist vergleichsweise wendig, was man nicht erwarten würde für seine Körpergröße. Ich glaube, jetzt kommt der Nebel, ja. Oh, okay. Aber ich bin hier mit dem Rücken zur Wand. Das sieht jetzt eher mal schlecht aus, oder? Na, vielleicht ist der Glück. Ja. Aber so richtig hinter ihm kann ich auch nicht, weil immer hinter ihm ist der Nebel dann, oder wie? Hände, ich verstehe. Ja, okay. Aha. Du kannst das Schwert auch zweihändig nehmen, wenn du gar nicht blockst mit Quadrat. Entschuldigung, Dreieck. Oh, okay. Oh, jetzt ist hier was frei geworden? Oder? Nebel, ja. Das steigt auf. Okay. Oh, also. Ah, da hat ein Schwert hier dabei. Aus der Erde gezogen. Aber der hat selber auch keinen Bock auf die Skelette. Nee. Buben. Das ist okay. Ja, aber guck mal, du hast jetzt. Also, Hand kaputt machen, die Armringe.
Die Armbänder ist natürlich eh modisch gewagt. Ja. Als und König, Gold, klar kann er. Ja. Das ist ja das Ding so. Als König, niemand wird dir widersprechen. Ich finde das eh, das ist so, dass Könige immer sich so in Samt und Geschmeide schmeißen mussten. Das finde ich oft unnötig. Du hättest das abgelehnt als König. Ja, so zu sagen, so gib mir die Lumpen, gib mir die Fetzen. Nee, das sind Lumpen nicht. Aber wenn du als König zur Schau stellen musst, wie reich du bist. Verstehe. Dann reicht's ja vielleicht nicht so, okay, ne? Verstehe. Warum kann ich denn da nicht durch? Naja, die sind natürlich ganz gewieft. Man könnte ja rechts lang rollen vielleicht. Ah, da waren wir weg. Jetzt habe ich gar kein Schild mehr. Also den hast du aus dem weggepackt. Musst du mal einmal nach links drücken mit dem Digipad. Digipad? Analogpad. Nee, also Digipad, Analogstick, Digipad ist das unten rechts. So. Wenn du Dreieck drückst, also Y in dem Fall, genau, dann bist du zweihändig. Und wenn du dein Schild nicht nutzt, um zu blocken, so wie jetzt gegen den wahrscheinlich, dann macht es Sinn, den zweihändig zu führen, weil du dann einfach mehr Schaden machst. Und mehr Schaden ist gut, weil... Ist gut. Okay. Mehr Schaden ist sehr gut. Okay. Gut. Aber das Problem ist, man sieht halt das große Ganze nicht mehr, wenn man die Hand anvisiert. Kannst du auch ohne Anvisieren ran. Muss ja nicht zwangsläufig anvisieren. Diese, glaube ich, triffst du ja auch so ganz gut. Aha, er robbt sich dann wieder vor. Ist jetzt aber Staub und kein Nebel. Ich finde, der sieht schon echt beeindruckend aus. Gut, aber dagegen, glaube ich, kann ich jetzt überhaupt nichts machen. Nee, da warst du schon zu dicht an der Wand, ja. Vielleicht dahin, wo du vorhin standst. Es ist natürlich sehr schwer, ihn im Blick zu behalten. So, oder seine Freunde. Ja, aber woher soll ich wissen, wann er seine Attacke macht? Hast du gesehen, wie viel du ihm dadurch abgezogen hast? Ja. So, dass ich sein Schwert. Ah. Boah. War der Nebel jetzt, oder? Ja, aber ist gut, er kotzt quasi an dir vorbei, ne? Ach, das ist gerichtet? Ach so, ich dachte, das macht... Ich sehe leider nahezu gar nichts von ihm. Das geht dann doch schneller, der holt länger aus, als er. Ja, aber du machst es doch gut. Was muss er jetzt? Oh, irgend so eine fiese Aura. Händchen, wieder irgendwie so die Haut da noch zwischenklemmt.
Ah, guck mal. Oh, Wheelies. Ich tue mir sehr schwer, überhaupt zu verstehen, was hier überhaupt vor sich geht, weil ich nichts sehe. Oh nein, das, da bist du in den Nebel reingeraten. Aber der bleibt dann da, wo er einmal hingespuckt wurde, oder wie, der Nebel? Oder? Ich glaube, du bist zu dicht an seinen Rippenkorb ran. Okay. Aber das war doch super. Jetzt hast du ja quasi rausgefunden, wie das geht. Und jetzt erwarte ich Großes von dir. Ja, ich muss nur noch verstehen, wann da welche Attacke kommt. Aber anscheinend immer, wenn er die Hände hochnimmt, heißt das nichts Gutes. Nee. Anders als bei Bankräubern. Ja. Wenn die Bankräuber die Hände hochnehmen. Dann weiß man, man hat's geschafft. Ja. Die Zeit muss sein. Probier mal. Vielleicht sagt die Polizei rechts, wirklich rechts, Hände rechts, hoch? Rechts, rechts, rechts. Geht das? Nee, da besser so. Das weiß ich nicht. Ich war noch nie bei der Polizei. Hände sagen hoch. Die wirklich Hände hoch? Ich bin hier? Oder Hände was hoch. Auch immer der Spruch ist. Hände hoch, Polizei. Sagt man das wirklich? Oder halt Polizei? Oder Hände hoch, Polizei? Man weiß es nicht. Hände weg. Hände weg vom... Stopp, Polizei. Stopp vielleicht. Stopp. Stopp, Polizei. Freeze. Im Englischen haben sie ja das, wie ich finde, sehr coole Freeze. 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 Ja. Eingefroren. Was im Deutschen halt ein bisschen lame klingt. Eingefroren. Frieren Sie ein. Aber es wäre aber gut, wenn man sich dann auch nur noch so ganz... Also man darf sich noch, man darf alle Bewegungen machen, auch schießen. Ja. Aber nur ganz so langsam. Ja. Freeze! Ich fände es besser, wenn Waffen alle nicht tödlich wären, sondern so Baseballschläger wären so aus Gummi und Pistolen wären so maximal so Paintpistolen. Und wenn man dann aber getroffen wird, dann ist man aus dem Spiel. Weißt du? Alter, wann kommt denn der Angriff, ey? Der ist aber auch willkürlich. Das ist die Willkür des Königs. Der hat auch so richtig schön so Schuppenflechte da oben am Nacken. So eine Halskrause aus Skelettköpfen. Die bewegt sich doch überall hin, oder? Nicht nur da, wo ich stehe, oder? Da habe ich das der Nebel? Also das mit dem Anvisieren, das gefällt mir auch gar nicht. Wie gesagt, musst du ja gar nicht. Du musst weiß ja nicht, wann man anvisieren kann, wann nicht. Ich würde echt versuchen, hier nicht anzuvisieren unbedingt, weil das ist ja alles super easy zu treffen. Zu sehen. Zack. Mit der flachen Rückhand, wie beim Wrestling. Oh, jetzt holt er sich irgendwas. Er weiß ja auch nicht, was er machen soll. Der ist vor allem auch so langsam. Aus seiner Sicht musst du blitzschnell sein. Ja. Sind Ameisen aus unserer Sicht blitzschnell? Fliegen. Ja. Aber dafür lebt man halt auch nur kurz, ne? Der lebt halt ja, ja. Was ist denn das für ein Quatsch? Der Ad macht mir halben HP-Balken Schaden oder was? Ja, aber das Gute ist, dass die Ads ja hier auch von dem König selbst auch mitkriegen. Ah, da hast du den ersten. Das macht auch Sinn, dass so einem König das scheißegal ist. Ob das seine Minions sind oder der Feind. Der macht die einfach alle gleichermaßen weg. Aus seiner Sicht sind ja alle niedere Geschöpfe. Ich kann es leider durch dieses Anvisieren immer nicht sehen, wo der jetzt ist. Flache Rückhand. Boah, der ist aber auch schwierig anzupassen. Gewählt auf Knöpfe. Was ist das jetzt hier für ein Unsinn? Schau da irgendwie auf die Mitte, ja.
Ach, dann erschafft er Skelette da. Ja. Also er schon seine eigene Hand hat dich geblockt. Hat er sich doch selbst gehauen gerade. Okay, da, wenn er dieses Schwert im Boden rammt, hat er diese Area of Effect. Hack, hack. Aber soll ich die Ads überhaupt angehen oder nicht? Nee, die, macht er selber platt. Ne? Würde ich ignorieren. Aber ich oder der Nebel ist zu groß. Oh, gib ihm sehr schön. Ja! Jetzt nur noch die bisschen schnabbeln da hinten. Dann hast du ihn. Sehe es leider oft nicht, was hier geschieht überhaupt. Ah, nur da, wo er noch die Armringe hat, geht das, ne? Vorsicht, Nebel, ja. Oh, flache Rückhand. Aber du hast ihn fast. Ja, ich sehe ihn halt nicht, ne? Aber krieg schon hin, das wird schon. Ja, guck mal. Noch einmal das dann mit der linken Hand oder dann hast du ihn. Aber Ed's gar nicht, würdest du sagen? Nö, der macht die ja von alleine platt. Und oft ist es so, dass die Hand im Weg ist und die gar nicht an dich rankommen. Wenn du auf der äußeren Seite der Hand stehst oder so, dann kommen die vielleicht gar nicht an dich ran. Er macht da seinen Nebel, da sterben die auch. Wenn er Area of Effect Damage macht, sterben die, glaube ich, auch, wenn er mit der Hand wischt. Also da muss ich vielleicht nur, während die noch leben, ein bisschen vorsichtiger sein, dass ich mich nicht treffen lasse. Ja. Vor allem von dem Bikermann. Aber wenn du halt dich noch mit denen aufhältst, dann siehst du ja gar nicht so richtig, was seine Hände machen und würde die ignorieren. Oh, guck mal hier, da hat er es perfektioniert. Den Rattentanz. Ja, das geht auch jetzt fix. Aber findest du den hier auch ganz schön beeindruckend so? So riesengroß und ich finde ja immer so riesengroße Sachen. Ja, haben wir was. Ne? Allein durch ihre Proportionen. Das ist ja auch das Faszinierende an Dinosauriern. Eigentlich sind Dinosaurier eigentlich nur lähme Echsen. Aber dadurch, dass sie so riesig sind, das ist ja das, was das Faszinierende ausmacht. Zeig mir mal die Echse, die drei Hörner hat. Oder eine fucking Keule als Schwanz. Also was ist denn das jetzt für eine Aussage gerade? Ja, ist das so. Ja, okay. Wo ist die Echse, die fliegen kann? Wo ist die Echse, die irgendwie eine Keule hat? Wo ist die Echse, die einen langen Hals hat? Ja, ich meine, es gibt eine Fledermaus. Jetzt aber stell dir mal vor, eine Fledermaus ist 20 Meter groß. Wie geil. Also das ja, ändert doch klar, alles. Ja, gut, das ist natürlich klar. Ja, aber auch eine Ente wäre beeindruckend. Wenn ja, eben, das meine ich ja. Ja. Das ist halt die Größe. Ja, 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 also so ein Brachiosaurus. Ja. Aber klar, es ist natürlich schon, dass das Waffenarsenal natürlich das beeindruckende ist. Von so einem Ankylosaurus, Stegosaurus, das ist natürlich schon echt beeindruckend. Kann ja irgendwie keine Beine mehr haben. Egal, ich kann es leider nicht sehen, wenn ich ihn anvisiert habe. Aber, ja, aber das ist doch nicht super gemacht. Thank you.
das habe ich gar nicht bemerkt, dass sie. Ja. Aber wenn du da auf der Außenseite von der Hand stehst, dann kommen sie vielleicht gar nicht an dich ran. Okay. Ja, mein großes Problem ist Sicht bei diesem Boss. Ich sehe einfach so gut wie nichts. Ich würde auch überhaupt nicht mit Anvisieren arbeiten an deiner Stelle. Ja, aber wie komme ich denn dann da richtig ran? So. Ja, du kannst einfach hinlaufen. Ja, das stimmt natürlich. Bei dem Boss brauchst du es ja eigentlich nicht. Das ist natürlich eine wilde These. Ja. Ich habe das Gefühl, ich treffe dann nicht so gut. Diese Riesenhand muss ich mir da vorstellen. Ja. Nee, das hilft. Zwischen die Finger und so, man kann da viel machen. Ja, das stimmt, das ist sehr filigran. Aber probier's doch mal aus. Und du meinst dann insgesamt gar nicht anvisieren oder immer auf ihn groß anvisiert zu haben? Ich glaube, ich würde ihn gar nicht anvisieren. Gar keine Anvisierung? Nö, niemals. Gar keine Anvisierung. Gar nicht. Nö, ich würde es mal probieren, gar nicht, genau. Aber ey, also ist jetzt nicht so, dass ich das Geheimrezept kenne, nur ich würde es mal probieren. Weil ich glaube nicht, dass dir das hier viel bringt, dieses Anvisieren. Weil du willst eher auf die Hände gehen und dann müsstest du eh manuell hinlaufen und dann suchst du dir den perfekten Zeitpunkt. Ja, es gibt mir Sicherheit. Es gibt eine gewisse innere Wärme. Dass ich weiß, dass meine Handlungen auch was bewirken. Deine Handlungen passt sehr gut. Wie ist nochmal dieser Mana-Schlag? Ich drücke L2 und dann, R1. Okay. Oder R2 gedrückt halten sogar, ich weiß nicht genau. Ja. Nee, das ist ja nur der schwere Hieb. Der zieht ja kein Mana ab. Ja. Jetzt schaffst du es. Nee, das machen wir schon noch ein paar Ründchen. Hey. Nee, da machen wir jetzt nicht so eine Drucksituation. Das ist das noch so 10, 20 Mal. Okay. Ja, noch 10, 20 Mal. Dann geht's ungefähr. Jetzt erstmal noch warm werden. Genau. Irgendwann hört er auf zu krabbeln. Dann kommt der Hieb, aber doch nicht. Dann kann man ran. Flache Rückhand. Stark. Stark. Sehr, sehr stark. Jetzt kommen wir da krabbeln. Oder doch nicht? Krabbeln. Oh. Aha, von hinten ist auch eine Möglichkeit, oder? Ja, darfst du nicht zu dicht an seinen Nebelkörper ran. Das ist jetzt die Beschwörung oder ist das jetzt ein Hieb? Jetzt haut er das in die Mitte. Ah, okay, da kommen jetzt die Skelettmeister raus. Aber da könntest du jetzt zum Beispiel jetzt ja locker ein paar Hiebe geben können. Oh, jetzt kotzt er sein Gift da, du stehst sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, man kann da hinter den Nebel. Bin mir nicht sicher, ob er gerade gekotzt hat, aber das war so ein bisschen. Ich kann mich gerade gar nicht mehr bewegen. Ich bin ganz in der Ecke. Ja, du lagst auf dem Boden, ja. Zieht er das Schwert raus gerade? Stark. Mach mal was. Aber es ist eine komplett einseitige Nummer, ne? Oder zieht er sich auch immer irgendwann wieder zurück? Weiß ich nicht. Oder bin ich einmal gegen die Klippe, immer gegen die Klippe? Also ich habe jetzt noch nicht so groß rückwärts laufen sehen. Das machst du hervorragend. Oh, jetzt kommt Area of Effect Damage. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Kotzi, Kotzi, Nebel, Nebel. Sehr gut, da hast du einen Safe Spot. Oh. Es ist jetzt wieder kein Hieb. Manchmal auch werde ich nur geschoben und manchmal werde ich. Ja, klar. Aber kriege ich Schaden. Ja, guck mal, jetzt meine ich, jetzt schießt du auf der Außenseite der Hand, jetzt kommen die nicht an dich ran, ne? Und wenn er jetzt runter geht, kloppt er die weg. Kümmert er sich so ein bisschen drum. Einer kommt von links jetzt. Dann setzt sich wieder neu. Jetzt kommen hier aber eine Menge Ads. Ich habe leider auch wenig Manövrierungs. Na doch, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Der scheint sich schon auch ein bisschen wieder zurückzubewegen. Ach, hört mal bitte auf, ihr scheiß Ads. Das interessiert doch niemanden. Nicht in den Nebel. Au.
aber es stimmt schon, ich kann gegen die Ads nicht kämpfen, aber sie kommen halt auch von allen Seiten. In der ich weiß nicht, ob ich in der Zeit überhaupt Schaden machen kann, in der die Ads da sind. Weil ich habe das Gefühl, ich lasse da immer, oder ich muss dann vielleicht ein Schild rausholen. Ja. Oder so und damit dann ein bisschen was blocken. Weiß ich nicht. Auch eine Option, ja. Oder in Bewegung bleiben. Ja, aber man ist halt da so in der Ecke, ne? Ist halt schwer, in Bewegung zu bleiben, wenn du schon hinten in der Ecke bist. Hast du ja denn, ich laufe auf die andere Seite. Ja, eben, ja, zwei Hände könntest du ja theoretisch auch einfach rüberlaufen. Aber ich glaube, wenn du dich halt damit auffällst, die Ads alle einzeln platt zu machen. Nee, nee, absolut. Oh, Ninja. Oh, stark. Allein der Weg dahin, ne? Wie souverän das jetzt ist. Ja, da hat jemand vorher 10.000 Seelen verloren. Mittlerweile ist das Kleinigkeit. Ja. Aber das ist, wiegt immer noch schwer. Diese Seelen. Du darfst das aber nicht mitnehmen. Versprich mir, dass du das nicht in die DLDU-Challenge mitnimmst. Nein, nehme ich das, nicht. Nee, das wird mich jetzt echt nicht ärgern. Nee, nee, das ist die DLDU-Channel. Jetzt, wenn ihr das hier schaut, deswegen haben wir vorhin ein bisschen gewitzelt, ist die natürlich schon längst vorbei. Aber für heute Abend steht die an. Aber ich muss irgendwie, ich muss schaffen, ob ich, ich muss gucken, ob ich noch Mittagsschlaf schaffe. Oh, das war gefährlich. Manchmal ist man danach auch fertig. Ja, dann muss ich danach einmal kalt duschen und dann geht das. Fram. Aber man, kann, man kommt nicht weit rechts genug, dass man nicht erwischt wird, glaube ich. Das, ich glaube, es geht nicht. Stark. Flache Rückhand. Und jetzt haut er nochmal. Ja, geil. Jetzt, aber dieser Krabbel, das Krabbeln ist fast das Schlimmste für mich. Aber ich bin doch weiter rechts als davor. Ja, oder geht, krabbelt der auf mich zu? Ich kann verstehen, der will wahrscheinlich bewusst dir einen mitgeben mit der Hand noch. Das ist jetzt die Skelettnummer, ne? Also ein AE, aber da bin ich ja eh nicht gerade. Aber da weiß ich ja, dass er danach da ist, ne? Vielleicht kann ich da schon dahin laufen davor. Ja, den ersten hast du platt gemacht. Aber hier, ich kann nichts, quasi nichts anderes machen, weil der mich halt immer treffen wird. Ich kann hier nichts tun. Ja, das ist leider echt ärgerlich. Aber da, guck mal, er räumt die halt alle selber weg, ne? Ach, du bist tot. Ach, ich hasse Ad-Kämpfe. Warum denn? Gib mir doch einen schweren Boss, kein Problem. Aber dann nicht immer diese dummen Ads. Ja, das kann jeder so, das kann ich auch. Ads einfach kommen, zu sagen, du machst einen Boss, ja, füg da noch 100 Ads dazu, dann ist es schwer. Das kriege ich auch noch hin. Ja. Ich finde, da muss man, finde ich, als moderner, gewitzter Spielentwickler sich mehr überlegen. Ist mein Anspruch. Ist mein Anspruch. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber auch du wirst eine Lösung finden. Ja, auf jeden Fall. Du wirst eine Lösung finden. Ich glaube an dich. Irgendwas hat diese Ecke, hat die ein Problem mit mir. Ich glaube, das ist ganz bewusst, dass die eine Ratte, wenn sie schnell genug ist, dir den Weg versperrt. Ich glaub, aber es ist echt so, ne? Du machst einen Fehler und du bist schon in so einem Fehler-Mindset. Ja, 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 genau. Es ist wirklich fies. Das ist diese Abwärtsspirale. Ja. Und schwupps, geht man mit wie zwei Flaschen. Brüchig auch so ein Selbstvertrauen sein kann, ne? Mega brüchig, ja. Du baust dein Leben lang auf. Frank Elstner sagt dir, hey, du bist der nächste Nachwuchsmoderator und trotzdem kann dir noch so eine dumme Ratte alles wieder wegnehmen. Ja. Alles. Was du über Jahrzehnte aufgebaut hast. Irgendwie, irgendwann hat dir mal jemand gesagt, hey, du kannst das gut. Irgendwann mal hast du einen Preis gewonnen, 4. Platz im Karate-Turnier. All das Selbstbewusstsein aufgebaut über jetzt Jahre. Und eine scheiß Digitalratte kommt an
und nagt das alles wieder kaputt. Nagt's kaputt. Das ist. Ja, da siehst du wirklich, wie fragil das ist, ne? Das ist. Wir sind sehr abhängig von äußerlicher Bestätigung und Einordnung. Und genauso wie jemand mit einem Lob dir das Gefühl geben kann, du bist in irgendwas gut, kann eine einzelne Ratte. Ja, dir alles nehmen. Manchmal ist es diese eine Ratte. Ne? Ich glaube, das weiß die Ratte auch. Das ist der Lebensinhalt, die Nahrung der Ratte. Jetzt krabbelt, oder? Flache Rückhand und dann nochmal der Klatscher. Und jetzt der Klatscher. Stark. Aber der Klatscher kann ja auch gut sein, genau. Weil ich dann... In deiner Nähe ist. Aber eben. Zählt er den Schaden auf den Händen separat? Das oder? Weiß ich auch nicht. Habe ich mich auch schon gefragt, ob es Sinn macht, die eine Hand anzuknuspern und dann rüberzugehen zu den anderen. Damit es am Ende schneller geht. Das weiß ich nicht. Es tut mir auch schwer, die zu sehen, einfach leider. Was haben wir denn wieder? So, und jetzt gehe ich hier am besten mal in die Mitte rein. Damit ich hier schnell mal 1 Millimeter Schaden machen kann. Hack. Ah, das sieht auch gut aus. Ja, mega gut. Ich sehe leider nichts. Ich sehe gar nichts. Ich sehe leider überhaupt nicht mehr, was der Boss macht. Oh, Nebeldings. Die sterben alle durch das Ding. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Ort. Nicht zu weit nach hinten. Weil jetzt sind nämlich schon alle weg. Bis auf der eine, der ist in dir hinterhergelaufen. Jetzt stehen wieder auf. Das ist leider so schwer, was überhaupt passiert. Oh, jetzt stehen sie wieder alle auf. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Komm, können die nicht einfach mal abhauen, ey? Was ist das denn für ein Scheiß die ganze Zeit? Vielleicht wirklich erst mit dem Ding. Da leben halt auch noch welche. Die Frage ist halt, gibt es einen Punkt, wo es wirklich keine Ads mehr gibt, wo ich weiter Schaden machen kann? Oder sind die ab jetzt immer da und ich muss halt kurz hier und da Lücken finden, wo ich angreifen kann? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich kann sie dir nicht beantworten. Das Einzige, ehrlich gesagt, das Einzige, an das ich mich noch erinnerte, war, dass man die Hände platt machen muss und diese Handgelenke da, der Schmuck da, dass das das Ziel ist. Und darüber hinaus ist meine Erinnerung auch nicht mehr... hilfreich für dich. Weil zwar selbst diese Rückhandattacke hat nicht dazu geführt, dass alle Skelette gestorben sind. Und wenn nicht die, was dann, ist meine Frage. Die sind aber wieder auferstanden, das war das Problem. Die sind schon teilweise auch gestorben, aber dann haben sie wieder zusammengesetzt. Das ist das Gemeine. Ja, das ist die Skelettgarantie. Ah, das ist halt immer auch noch der... Und du meinst nicht, man kann irgendwie die Brücke, die wird immer wieder resettet, sobald man stirbt, oder? Ich glaube schon, ja. Aber der Weg ist doch jetzt auch nicht sehr viel kürzer als der andere, weil du müsstest dann Du hast halt nicht diesen Gegner, der dir immer eine Estus nimmt. Ja, das stimmt. Aber du bist ja eben auch perfekt durchgekommen. Ist schon irgendwie machbar, aber es gibt schlimmere Wege als den. Übrigens haben wir beim letzten Mal ja einen Bonfire übersehen, ne? Ja, wirklich? Ja, wir hätten... Vor dem Hüter des Abgrunds. Mhm. Wo war das? Irgendwo rechts. Also da, wo diese beiden Schwarzritter waren, die an den Rücken zugedreht haben. Und da musste man irgendwie rechts und da war noch eins. Das haben wir übersehen. Ja, wir haben ja drüber geredet, ne, ob es da noch Bonfire gibt. Wir aber wir haben gesagt, wie viel Zeit soll man da jetzt sinnvollerweise investieren, um noch zu suchen? Nach Rückhand. Ah, schade. Ach Mann, dieses Krabbeln ist so gut. Das Brummen. So ein Blauwal. Gibt's hier eine? Weißt du, vielleicht ist dieser Gegner auch so symbolhaft gestaltet, weil er ist riesengroß und mächtig und er ist so groß, wie er sich selbst gesehen hat wahrscheinlich. Aber er hat keinen Hinterleib mehr. Er ist
verdammt dazu zu kriechen, was seine komplette Größe im Prinzip hinfällig macht. Vielleicht ist da so eine kleine Botschaft auch hinter. Jawohl. Ach komm, bitte haut doch ab. Und was soll ich denn machen? Ja, das Schwert macht dann, glaube ich, wirklich alle kaputt. Mhm. War das ein Loch? Rückhand. Und jetzt nochmal der Stampfer. Bam. Ist im Knochen drin gewesen gerade. Summoned er wieder? Jawohl. Jetzt schnell zur anderen Hand. Sieht doch super aus. Was machst du jetzt? Oh, jetzt hat er sein Schwert. Also das Schwert ist gar nicht schlecht, weil nach dem Schwerthieb, glaube ich, sind die Ads weg. Mhm. Oh, sehr gut. Ads sind leider noch da. Ja, zwei Stück, nichts. Ja. Mann, bitte, bitte geht doch. Aber du lebst noch? Ja, aber es leben halt die scheiß Ads leider noch. Ja, aber nicht alle. Mei. Gut. Was? Oh nein! Vielleicht wirklich, wenn wirklich nur noch zwei da sind, wenn der einmal seinen Streich gemacht hat, dann noch die letzten Ads einfach natürlich aufräumen und weitermachen. Klar, die zwei musst du dann... Das ist ja kein Problem. Aber so gegen 5, glaube ich, das dauert wahrscheinlich zu lange. Ich meine, selbst da, solange du seine Hände im Auge behältst. Den hast du gleich. Bisschen staubig, die Katakomben. Ja, absolut. Rattenstaub ist das auch noch. Ich glaube, das wäre so ziemlich ekelhaft, wenn du so eine Ratte hast und du hältst die so vor die Nase, vor den Mund. Vor deine eigene Nase? Ja, vor die eigene Nase und dann streifst du gegen das Fell, gegen die Fellrichtung einmal so, so richtig so rüber, dass der ganze Rattenstaub so aufgewirbelt wird und in deine Schleimhäute rein. Hattest du mal eine Ratte? Nee, ich wollte eine haben. Wirklich? Ja. Ich kann mir dich so gar nicht mit Haustieren vorstellen irgendwie. Oh doch, ich hatte diverse Haustiere. Ja? Mhm. Lebt keins mehr von. Also bevor du fragst. Ja, von mich ausgegangen. Alle tot. Jedes einzelne Tier. Und du hattest dann so kleine Wegwerfhaustiere oder wie so Ratten, Meerschweinchen. Wegwerf wäre so ein Weg. Nee, ja, ich hatte Meerschweinchen und Karnickel hatten wir ganz früher. Dann hatte ich mal Hamster, dann hatte ich einen Hund. Du hattest mal einen Hund? Ja. Ach krass. Ja. Pogi. Pogi der Hund, ja. Pogi der Hund. Und ich wollte eine Ratte. Das hätte ich nicht gedacht. Ich wollte eine Ratte. Aber meine Mutter hat es natürlich nicht erlaubt, ist ja klar. Aber ich wollte früher heute eine Ratte haben. Warum wurden keine Ratten erlaubt? Immer noch der alte Seuchenmythos, oder? Ja, was? Ja, der alte, nee, eine Ratte kommt mir nicht ins Haus.
Und da war, kam ich auch argumentativ nicht weit. Also Argumente wie, sie sind sehr intelligent, sozial und überhaupt nicht dreckig. Nein, nein. Ich hätte sie anders nennen sollen. Vielleicht. Das Wort Ratte ist einfach, glaube ich, zu gefürchtet noch. Ich habe mit meiner Schwester heimlich Mäuse gehabt. Ich sehe gerade leider nichts. Das schaffst du. Da ist die Hand gewesen. Ja, du hast noch 6 Balkons, das schaffst du. Das wird der Run. Das wird der Run. Ja, Mann. Das ist der beste Run. Noch 5 Flakons. Jetzt hat gar nichts mehr gerade. Das wird's. Ich sehe. Nein, du warst im Nebel. Ich sehe da überhaupt nicht, wo der ist. Oh. Ah, das war ein mega interessant, weil der hatte jetzt gar kein Schwert und so, ne? Wenn man den anscheinend schnell genug angreift. Ja, den hast du richtig gut gemacht. So schnell warst du auch noch nie. Frage der Zeit. Das war jetzt ein bisschen Pech. Nee, absolut. Ich habe ja gesagt, 10-20 Tries. Vereine, ja. Ein bisschen Glück mit dabei, ne? Ja, das war jetzt einfach. Du bist einfach in seinen Atem rein. Das war natürlich dann auch echt unglücklich. Hast du nie Haustiere gehabt? Doch, eine kleine Katze. Aber nur eine kleine? Das ist bei meinen Eltern. Also, als sie dann größer wurde, hast du gesagt, nee, weg damit. Jetzt will ich sie nicht mehr haben. Aber die lebt noch, ja? Ja, ja. Die habe ich zur Kampfkatze ausgebildet. Ja. Und die hat auch wirklich eine Schneise der Vernichtung geschlagen bei uns. Also wirklich bis hin zum Maulwurf, kleinen Kaninchen, immer alles gefangen, getötet und schön uns vor die Füße gelegt. Kaninchen auch? Ja, kleines Kaninchen. Oh, wussten nicht, woher das kommt. Aber irgendwo hat anscheinend jemand sein geliebtes Kaninchen Pogi verloren. Oh nein, das war ein Hauskaninchen auch noch. Oder war das ein Wildkaninchen? Keine Ahnung, davon gehe ich aus. Oh Gott. Gibt's wilde Kaninchen? Ich weiß es nicht. Natürlich. Gibt es. So. Aber ich rede jetzt von einem Kaninchen, nicht von Hasen. Ja. Wilde Kaninchen. Ja, klar. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich empfinde die als absolut lebensunfähig. Kaninchen? Ja. Nee, die sind tatsächlich ganz bleach. Bleach? Mhm. Also man denkt ja, das sind dumme Nagetiere, die nichts drauf haben. Und ich glaube, so Hauskaninchen sind ja auch oft so fett und träge, kriegen nicht genug Bewegung, haben keine Sozialstruktur, sind verblödet und ne, es ist so ein bisschen Kaspar Hauser-artig. Sind die ja, die Hauskaninchen. Aber ich glaube schon so, dass das so eine. Ja, die können schon was. Können hoppeln. Ah, jetzt, wenn der einmal diesen Schlag macht, dann kommen die Ads, ne? Das heißt, jetzt wird's. Ja. Jetzt habe ich ein Problem. Und da nicht in den Nebel rein? Was gut ist jetzt, die machen ja auch die Nebel, also die sterben selber. Ach, lasst mich doch bitte in Ruhe mit eurem Quatsch hier. Bams. Sehr gut. Oh, bitte, komm. Jetzt ist auch gut, Freunde. Jetzt kommt der Schwertstreich und dann. Ach komm, Honig. Ja, da bist du ein bisschen jetzt vom Kurs abgekommen. Dieser eine Versuch, der war so gut.
Es sind halt die Ads, ne? So, weil die Ads da sind, knicke ich ein. Und Ads ist ja kein Problem, so, weil ich nerv das einfach. Ich finde das einfach so lame, wenn einfach noch zehn Skelette mit reinschmeißt. Ja, ich merke schon. Muss man da sich auch einfach um die kümmern einzeln und dann ist es auch gut. Weil ich weiß halt leider nicht in der Zeit, was ich machen soll. Ja. Weil ich das Gefühl, das Einzige, was mich erlöst, ist der große Schwertstreich, ja, der alle Ads tötet. Und er hatte noch nicht mal ein Schwert in der Hand. Also was soll ich machen? Soll ich einfach rumrollen, so lange, bis er sich ein Schwert holt? Weil ich kann ja gegen die Ads nicht kämpfen, es sind zu viele. Ich kann nicht die Hände angreifen, weil sonst töten mich die Ads. Das sind, glaube ich, für mich so Engpässe, wo ich schlicht nicht weiß, was ich tun soll. Und dann rolle ich wild durch die Gegend, lass mich treffen. Und da weiß ich einfach nicht, was ich da in dem Moment machen soll. Ja. Weil jetzt soll man dann wirklich gucken, Ads rausnehmen oder was, aber währenddessen haut er da rum. Du musst natürlich dann immer seine Hände im Auge behalten. So, vielleicht kannst du natürlich dann kurz aufs Schild switchen und versuchen, den Ads ein paar Schwerthiebe mitzugeben. Kannst dich bewegen, so, dann müssen die hinterherlaufen, dann geraten die vielleicht ins Kreuzfeuer des Dämons. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, egal was du machst, ist, du darfst nie dein Auge, nicht beide Augen vom Feind nehmen. Ja. Du musst immer ein Gefühl dafür haben, was er gerade für Attacken macht. Und dann kannst du auch gegen die Ads kämpfen. Was ist das jetzt schon? Ist jetzt schon Nebel? Mhm. Komm ich dann noch hinten rum? Nee. Aber die Stelle ist eigentlich ja ganz geil, da an ihm dran. Außer es sind Ads da, dann hat man verloren. Außer es sind Ads. Dann kann man halt in diesem kleinen Kämmerlein nicht gegen die kämpfen, gut. Flache Rückhand. Und Klatscher. Stark. Gut aus. Jetzt kommen die Ads. So, jetzt müsste er eigentlich direkt sein Schwert holen. Das wäre super. Mhm. Holt er auch. Es sind ja nur zwei, ne? Vielleicht kann man die dann... Ja, wenn du jetzt im Schwerthieb bleibst so und dann selber rollst. Ja, guck mal, siehst du? Ja, auf jeden Fall schon mal zwei ganz platt gemacht. Jetzt habe ich wieder so eine scheiß fucking Anvisierung auf irgendein random Ding. Das bringt nichts. Ich sehe leider immer nichts, was passiert, weil ich irgendwo falsch anvisiert bin. Du darfst nicht zu viel Erwartung haben, Nils. Wenn du da sagst, so, das ist der Try. Nee. Okay. Das bringt nichts. Man ist immer noch 20 ja. Tries vom Sieg entfernt. Meiner Mindset ist immer noch so lang, ganz langfristig. Okay, wir so planen in 20, langfristig. 30 Tries oder so. In 2-3 Folgen haben wir den. Ja, okay, vielleicht. In 2-3 Folgen. Das heißt, ja, also das schaffen wir heute dann nicht mehr. Nee, aber so, wir gucken uns heute einfach nochmal an, wie weit wir kommen. Ja. Einfach auch Erfahrung sammeln fürs nächste Mal. Genau, das ist jetzt einfach nur quasi Training dann fürs nächste Mal. Genau. Dann brauchen wir das jetzt eigentlich auch nicht senden. Dann können wir ja einfach... Nee, ich gehe davon aus, dass ja, das nicht gesendet wird. Dass das einfach... Dass wir dann sagen... ungelistet, hochgeladen, versendet wird. Das mit dem Dämon müssen wir dann irgendwie reinschneiden. Also eine kurze Texttafel, so was Kleines, Knackiges. Dass wir den Dämon gelegt haben, aber genau. Das jetzt nicht für wichtig genug erachten, deswegen haben wir das jetzt... So ein Screenshot, Seelen verloren, Florentin 0, Nils 10.000, einfach, dass wir da kurz eine Statistik anführen. Mhm. Und ja, dann ist damit auch alles erzählt. So, eigentlich kann der Zuschauer sich dann auch denken, was dann passiert in so einer Folge. Ja, ist doch gut. Nee, dann ist auch ganz entspannt, dann zünde ich mir noch eine Kippe an und dann... Weil die meisten hören es ja eher als Podcast, da kannst du eh locker schneiden. So, das ja. Merkt kein Mensch. So, dann. So, wir schauen uns nochmal an. Schauen wir uns nochmal an. Also, brauchst du ihn jetzt ja nicht besiegen, sondern. Hauptsache, du guckst nochmal ein bisschen. Na, da kommt dann doch der Nebel, ne? Ja, manchmal macht er das so.
Ja, gerade lustig. Unterschiedlich. Unterschiedlich. Kabel, 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 Kabel. Kabel? Ah, nee, doch. Ich muss dann sich auch direkt unter die Hand rollen. Ja, also das, wir wollen jetzt auch nicht zu gut werden, also denke mal dran, das geht jetzt nicht darum, dass du jetzt schon gewinnst, das wäre auch echt schade. Dann haben wir für die nächste Folge eigentlich nichts mehr zu tun. Ja, also jetzt, ja. Jetzt ist die Frage so, wann kommt jetzt diese Schwertnummer hier? Komm, erstmal der Nebel, wenn du jetzt schaffst, in die Lücke rein, dann werden die durch den Nebel. Ja. Nicht so weit, ja, das sieht auch gut aus. Och, Leute, immer diese zwei Dackel aus der letzten Reihe da. Ja. Jetzt holt er aber sein Schwert. Ja. Das ist ein König ohne ein Schwert. Ja, es bringt nichts, es ist reine Träumerei, während Eds da noch dabei sind, Schaden machen zu können. Was? Die beiden. Alter, ihr beiden! Die beiden, meine beiden Pappenheimer wieder. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen, ey? Drei Skelette, einer davon riesig. Oh, Area for Fate oder was macht er? Ja. Ja, stark. Aber er hat sein Schwert hat er jetzt dann doch wieder nicht. Jetzt kommt erst wieder Krabbelei, oder? Ja. Komm, krabbel doch. Oder bringt es auch was, die Hand zu schlagen ohne Schmuck? Ja, in dem Schaden, aber gedacht ist es natürlich, dass du die Schmuckhand nimmst. Ich muss eigentlich links neben die Hand. Ich sehe jetzt leider kaum was. Da kommt sein Schwert. Was ich jetzt hieb, da? Ich sehe leider nichts, weil ich immer im Gras drin hänge. Oh. Es tut mir leid, aber mein Hauptproblem ist, dass ich schlicht nicht sehe, was passiert. Das sind ja auch die krassen, großen Skelette. Ja. Also das ist eigentlich wahrscheinlich nicht dafür gedacht, dass man das überhaupt schafft. Vielleicht ist es ein reines Trainingsareal, wo man gar nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Das ist halt einfach so, vielleicht mal so Modelle, die sie nicht einprogrammiert haben. Mhm. Dann sagen sie ja, dann lass uns das einfach noch dahin bauen. Ja. Dann sollen die sich das angucken, ohne dass man da jetzt. Ich glaube, der gibt auch kein Loot oder so, ne? Nee. Das ist halt einfach nur. Das ist reines, damit du ein bisschen Training hast und so. Eigentlich kann man den gar nicht besiegen. Das ist eigentlich echt unmöglich. Es ist interessant, wie riesige Probleme ich habe, ihn zu sehen, obwohl er so riesig ist. Einfach, ich habe das Gefühl, je größer Dinge sind, desto schwerer sind sie manchmal zu sehen. Also ich meine es auch für Krisen zum Beispiel. Oh ja, ja. Dass gerade die riesige Krise, die auf einen zurollt, am schwierigsten zu sehen ist. Vielleicht könnt ihr da was mitnehmen aus der Folge. Wenn wir schon keine Bosse holen, könnt ihr zumindest einfach da ein paar Lebensweisheiten euch einstecken in die Typen des Portfolio. Ich glaube tatsächlich, dass die menschliche Natur mit diesem Gigantismus einfach Erfassungsprobleme hat. Ja. Und deswegen der Geist das einfach dann so
Verneint. Der Geist verneint es. Ich glaube, alles über Mammut ist einfach nicht verstehbar. Ja. Gibt's ja auch diese Bilder, ne, wo Leute am Strand stehen und gucken, wie die Tsunami auf sie zurollt und es gar nicht realisieren, was da passiert, weil es einfach zu groß. Dachrückhand. Man muss es so hart abschätzen, weil man es eigentlich nicht sehen kann. Mit dieser dummen Kamera. Was geschieht? Was oh, geschieht? Nebel. Ich kann es ja nicht sehen, leider. Ich kann es ja nicht sehen. Aber gut. Ja. Man hat immer nur einen begrenzten Ausschnitt auf die Welt. Und anhand dieses Ausschnitts muss man versuchen, auf das große Ganze zu reagieren. Das ist die tagtägliche Aufgabe, der wir uns ausgesetzt sehen. Das ist so wie mit Krypto zu handeln. Ne? Also du verstehst es eigentlich nicht. Du kannst nur versuchen, irgendwie heil aus der Nummer rauszukommen. Ja. Oder du machst es einfach gar nicht erst. Das, also das ist natürlich, ist auch, natürlich eine auch eine Option, ja. Aber wenn du mal drin bist, ja. Nee, stimmt schon. Jeder Mensch hat nur eine kleine Perspektive, aber deswegen müssen wir versuchen, unsere Perspektiven zusammenzufügen wie ein großes Puzzle. Vielleicht sind wir ja nur Augen eines größeren Wesens. Vielleicht sind wir die Sinne eines größeren Wesens. Jeder Mensch ist eine Sinneszelle mit unseren Augen, unserem Fühlen, unserem Sehen und Hören. Ja, ich habe mal gehört, dass Biologen so die Gesamtheit eines Bienenstocks selbst wieder als Lebewesen begreifen, den Bienen. Ja. Und der auch eine eigene Körpertemperatur zum Beispiel hat, die anders ist als die Körpertemperatur der einzelnen Biene, aber es ist sozusagen ein größerer Organismus, der Bienen. Ja. Und dass wir uns vielleicht auch so verstehen, so der Mensch, nicht die Menschen, sondern der Mensch als solches. Und dass wir andere Perspektiven auch als Zusatz sehen, nicht nur als störend, sondern auch als, hey, du siehst Dinge, die ich nicht sehe. Vier Augen sehen mehr als zwei. Ja, und wir haben uns aber leider verloren. Wir haben uns aus diesem Kollektiv gelöst. Und das ist genau unser Problem. Deswegen sind wir ständig auf der Suche, weil uns diese Perspektive fehlt. Wie eine Dimension. Als würde uns die dritte Dimension einfach fehlen. Alles ist flach und unverständlich für uns. Das ist unser Fluch, das Nicht-Verstehen. Erst wenn wir uns wieder als Kollektiv zusammenfinden, erhalten wir die Antwort. Schubs. Ja, das schaffst du natürlich jetzt nicht, also ganz, ganz ruhig sein, das ist jetzt, erwartet auch keiner. Oh, das ging schnell. Sehr gut. Es ist wirklich unmöglich, hier überhaupt was zu sehen. Du machst das super. Flache Rückhand und bombst gleich noch. Stark! Vielleicht mache ich irgendwas falsch, aber es kann doch nicht sein, dass man ihn konstant nicht sehen kann. Weil ich muss die ganze Zeit nach oben gucken mehr, oder was? Jetzt kommt... Wie hätte ich das denn sehen können jetzt? Boah, das war gut. Jawohl. Nur noch die andere Hand. What? Ja, das ist die richtige Hand. Bleib dran. Was kommt Nebel oder was kommt jetzt?
Ich hab's nicht gesehen. Sehe leider gar nicht. Aber jetzt geh ran, du kannst ihm eine geben. Yes! Florentin! Du das hast war's? Den Hof fürs Volnir besiegt! Es war kein einziges Ad dabei! Ja, jetzt kommt er! Es kommt zu spät zur Party! Vorsicht, der kann dich noch töten! Nicht das Geld verlieren! Ach komm, das ist auch, der hat mal einen Try ohne Ads und dann gehst du ja leicht. Da kam wirklich gerade keine Ads, ne? Oder irgendwie hat sie selber platt gemacht, irgendwas, keine Ahnung. Ich glaube, der hat nie diese Animation gemacht, wo er einmal so klatscht und dann die Skelette beschwört. Das meine ich, man muss es so oft machen, dass die schwerste Mechanik einfach nicht da ist und dann kriegt man es schon hin. Stark. Jetzt haben wir den Kelch? Ich habe keine Ahnung, haben wir den Kelch? Also irgendwie haben wir ihn da drin gebannt. Und die Tür öffnet sich. Jetzt haben wir zwei Wege, die wir gehen können. Da durch das Tor und... Oder durch die Seen der Agrazia. Der Agrazia, genau. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt einer von den Fürsten war. Ja, aber wir müssen den Kelch trinken. Der dann wieder auf dem Thron sitzt. Da will ich jetzt mindestens ein Glück dadurch, dass ich den Kelch getrunken habe. Ja, haben wir den jetzt? Hochfürst Volnir. Ja, erstmal können wir das Feuer da aktivieren. Oh, 22.000 Seelen. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt noch mit interagieren kann. Nee. Aber. Was? Ich will den noch trinken. Ja, Mist. Aber wir können. Lass uns jetzt leveln gehen, bevor wir wieder die Seelen verlieren. Ganz unten. Ja. Mach du den Level-Teil. Meine schwitzigen Controller da. Ey, du hast zwei Bosse gelegt heute. Zwei Bosse, ich hab's für euch versprochen. Ja. Am Anfang, wir haben gesagt, heute ist die Zwei-Boss-Folge. Heute war die Zwei-Boss-Folge. Balrog gelöscht. Skelettmann beerdigt. Licht. Fertig. Weißt du, was wir machen? Wollen wir die Schlüssel kaufen? Da, jetzt haben wir nämlich die Kohle. Oder? Machen wir, ne? Ich find's toll. Ich weiß nicht genau, was das bringt, aber ich vertraue dir da voll und ganz, dass du die Seelen, die ich hart erspielt habe, für dein Schlüsselprojekt verbrauchst. Gerne. Gerne. Geben wir noch ein Level von der Golden Might. Welcome home, Speakler. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht. Ah, nee. 8000, ja, aber haben wir nicht noch Checks? Könnte gut sein. Es beruhigt mich, dass diese 10.000 Mark ein Level waren. Das war ein Level, das ist ja eigentlich nicht Level. Was ist das, ein Glück? Ja, Max, das ist mal ein Glück. Also. Ein Glück, dass es nicht so viel waren. Oh ja, wir haben eine ganze Menge. Wir können mal eben gucken, was die bringen. Wir brauchen ungefähr 3.000, ne? 3.500, ja. 3.600. Ah, da kann man immer checken, wie viel die wert sind, ne? Mhm. Das ist mittlerweile, also, du bist da so tief drin. Eins davon. Ist Dark Souls dein Lieblings-Franchise? Ja, auf jeden Fall. Ja, wirklich? Nein. Lieber als Mario Kart und Mario alles zusammen? Na, also ich finde es, ich kann es sehr wertschätzen. Doch, das stimmt mittlerweile. Aber Liebling, das wäre Leuten gegenüber, die das wirklich suchten, wäre das sehr vermessen gegenüber. Nein, das wäre sehr, sehr vermessen. Wer ist der beste Dark Souls-Spiel, den du kennst? Florentin Will. Danke, das freut mich sehr. Reicht das jetzt? Ich habe ja von dir gelernt. Ja. Also damit machst du dir quasi selber auch. Selber ein Kompliment, das stimmt. Aber du hast halt wie immer, ne, das ist, du hast mein Karate gelernt und hast es halt mit deinem eigenen Karate zu einer höheren Karate-Entwicklungsform gelevelt, sodass. Ja, wir stehen alle auf den Schultern von Riesen. Absolut. Die wiederum auf den Schultern von größeren Riesen stehen. Und so weiter. Und so fort. Bis irgendwann Albert Einstein ganz unten steht und all die ganze Schose da hochstimmen muss. Konditionen? Oder, ja, Geschicklichkeit. Aber wann bin ich dabei, Stärke zu leveln für unser Schwert? Können wir auch. Sagt er. Und levelt Ach so, warte mal. Nein, warte. Du hast recht. Ja, stimmt, du hast recht. Mal was anderes. Stimmt, warte mal. Was brauchen wir mit 14, oder? Oder wie viel? Für dieses eine. Ja, irgendwas. Stimmt, du hast recht. Wir hatten ja ein neues Schwert. Wir hatten ein Schwert. Ich habe das völlig aus den Augen verloren, dieses Projekt. Das gebe ich unumwunden zu. Achtzehn... 14, das ist es. Hüllenschlechter Großschwert.
Hüllen schlechter? Ja, Hüllen schlechter, wahrscheinlich, weil wir sind ja, also eine Hülle. Bin ich bei einer Packung Walnüsse. Da werden aber mal Hüllen geschlechtet, du. 162, 52, 145, 52. Ja, also das ist schon noch besser, unser altes, aber das ist natürlich noch überhaupt nicht gelevelt und das ist schon auf plus 4. Das muss man auch mal sehen. Ah, und die sind leichter zu leveln bei 0 als, wenn man jetzt, also 0 auf 1 ist weniger aufwendig als 4 auf 5. Oder wie? Ja, oder haben wir einen besseren langzeitigen Effekt? Wir brauchen, glaube ich, andere Scherben einfach. Und je weiter stimmt, du bist, wir brauchen die Schuppen. Ja. Desto schwieriger sind die zu bekommen. Weil die einfachen kann man wahrscheinlich auch einfach kaufen. Ja, nee, für das brauchen wir auch schon eine Schuppe. Ja, das ist jetzt plus 1 von Grund auf. Ah, nee, das ist der aktuelle Upgrade. Ja. Das wäre plus 1, wenn wir dieses Upgrade machen würden. Okay, für unser Katana brauchen wir die große Titanitscherbe, genau, und dafür brauchen wir die Titanitschuppe. Ah, okay. Die wir alle nicht haben. Nee. Nix davon haben wir. Wir haben zwei große. Kann man bestimmt irgendwo farmen. Man muss nur wissen, wer die droppt. Dicke Rolle. Ja, okay, aber dann bringt es natürlich immer schwer, sich zu verabschieden von seinem Schwert, das man so lange gelevelt. Ja, zumal das auch einfach noch mehr Schaden macht. Also siehst du ja, das macht 113 Schaden und das macht halt nicht mal 200. 213 und das macht nicht mal 200. Von daher ist das schon jetzt noch besser. Die Frage ist immer, welches Moveset gefällt einem auch besser, ne? Und das hat einen Blutungseffekt, ne? Aber das hat jetzt einen schlechteren Multiplikator auf Stärke, aber das ist uns ja egal. Das ist insofern egal, weil es ja erstmal nur den Gesamtschaden sozusagen macht. Und wenn das hat noch genau diesen Effekt auf Bluten, das hat der nicht. Also noch ist das auf jeden Fall besser. Na gut, so ist das, ne? Ja. Wenn man eh schon das beste Equipment hat, hat man nichts mehr, wofür man arbeiten kann. Ja, das ist echt schade. Ja, warte mal, wir können noch einmal gucken. Haben wir jetzt, war das einer der Fürsten, die hier auf dem Thron sitzen? Nee, ne? Wir haben nur den da. Wir haben noch keinen von den großen Fürsten. Die müssen ja hier sitzen. Also wollen hier war keiner von den großen Fürsten. Aber wir können uns noch einmal eben angucken, was der uns hier für diese Seele anbietet. Aha, schon. Schwarze Schlange. Okay, das ist eher was fürs Zauberei. Und. Da. Oder das heilige Schwert von Fürst Volnir. Das ist auch skaliert mit D auf Glaube. Haben wir natürlich nicht. Ja, ist beides nicht wirklich was für uns. So wie ich das sehe. Ah, schade. Ist halt ein Zauber. Und von dem Balrog? Von dem Balrog, genau. Das ist das Dämon? Dämonfaust? War das einfach nur ein Dämon? Seele eines Dämons. Großaxt, ja, das sieht nach dem aus, oder? Das ist eine. Ah, der hat auch Glaube, Intelligenz und Stärke. Oh Gott, 28 Stärke. Haben wir alles nicht. Haben wir überhaupt nichts von. Gut, naja, wir machen es ja nicht für den Loot. Ah. Wir machen es ja für die Erfahrung und für die Herausforderung. So ist es. Und die haben wir bekommen. Und die werden wir auch nächste Woche wieder bekommen, wenn es weitergeht. Denn es gibt noch den einen oder anderen Boss zu legen. Zwei Bosse noch und eine Zwischensequenz. Mann, haben wir es doch schon. Ja. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß, haut rein, habt eine schöne Zeit und wir begrüßen euch bald wieder, wenn es wieder heißt Kid. Kid? Kid. Kid.